Wer hat gesagt, ihr sollt schon anfangen? Ein Mensch. Kommt mal bitte alle nach oben. Volker, du Lümmel, wer hat gesagt, ihr sollt anfangen? Kommt mal alle nach oben. Guten Morgen, alles schön gemeint, aber wir haben noch nicht angefangen. Wir wollen erst mal uns alle sammeln. Ja, ich muss hier hinterher. Die Jungs, die waren so fleißig schon, ne? Ja, wer hat da nur angefangen? Ich hab da keinen, keine Schuld. Keiner hat Schuld, ne? Wir sammeln uns einmal, ja? So, und du bist derjenige, der zu spät ist, ja? Alles rauskratzen, nochmal auf dem Haufen? Auswegen. Entspannter Samstagmorgen, ja? Ja, ja, hervorragend. Könnte ich jeden Tag machen. Guten Morgen. Morgen. Sind ja doch noch eine Menge geworden. Für heute haben wir geplant, vorne den Wegebau, das ist ja schon fast fertig, ich weiß gar nicht warum. Dann wollen wir ein paar Wände streichen. Ganz oben wollen wir ein paar Leitpfosten an den Weg setzen, dass da keiner runterkullert. Und dann müssen wir noch oben, ganz hinten links, eine Garage entrümpeln. Arbeitseinsatz in Waren an der Müritz. Was steht hier rum? Nichts zu tun? Ich muss solche Auftragverteiler. Ich muss nochmal dafür einen Spezialschlüssel holen. Spezialschlüssel, ja, hol mal die Brechstange. So, und dann geht das gleich los. Sebastian Hartl kümmert sich um 619 Garagen. Einige davon sind in schlechtem Zustand und müssen geräumt werden. Eigentlich ist die Stadt dafür zuständig, denn seit Beginn des Jahres fallen Garagen, die von den Pächtern aufgegeben werden, zurück an die Stadt. Aber das interessiert die Stadt auch gar nicht. Wir haben hier vorne an der Giebelseite, haben wir jetzt weggebracht, ca. 2 Kubik Sperrmüll. Ja. Da habe ich die ganzen Unterlagen, da sind Papiere, Kontoauszüge, Pfändung, Kündigung mit Adresse drauf. Kümmert sich Kündigung. Ja. Ja. Und wenn du hier guckst. Manchmal macht ja richtig Spaß, in so eine komische Garage mal reinzugucken. Renovierte Garagen wollte die Stadt ursprünglich dann für 450 Euro im Jahr weitervermieten. Fast 5-mal so viel wie bisher. Das möchte Sebastian Hartl als Vorsitzender des Garagenvereins verhindern. Alle Pächter sollen in den Verein eintreten und im Jahr 122 Euro zahlen. Er weiß, wie begehrt die Garagen sind. Ich habe 3 Garagen hier und mein Vater hat Garage hier, meine Mutter und alle. Und wohin, wie gesagt, wohin sollen wir? Und wir haben jetzt schon eine Warteliste von, ich denke, 30 Leute, die schon wieder nachfragen, die hierher wollen. Doch noch haben sich der Verein und die Stadt nicht geeinigt. Die Stadt wollte bereits Anfang des Jahres die gemeinsam erarbeiteten Verträge dem Verein vorlegen. Aber bisher ist nichts passiert. Damit die Garagen nicht verkommen, packen viele Pächter mit an und bringen das Areal und die Garagen wieder in Schuss. Warte mal, wir müssen die auch alle gleich machen. Ja, ihr müsst die alle so machen. So, ne? Dass das hier, da sind ja diese. Ja, ich sehe. Die müssen zur Fahrtrichtung stehen. Ja. Unerwartete Fahrzeuge, verrückte Hobbys. Die Garage, eine eigene Welt hinter verschlossenen Türen. Ein Rückzugsort, vor allem für Männer. Erbaut Anfang der 80er in Gemeinschaftsarbeit. Jeder half jedem in seiner Freizeit. Oft war die Garage lange vor dem Auto da. Und bis heute pflegen viele noch ihre Ostalgie. Gerade hier in der Region merkst du halt, wenn du mit so einem Auto fährst, die Leute freuen sich halt, weil viele damit irgendwo noch was verbinden. Viele ihre Jugend oder so. Und gerade hier im Osten oder so, wenn man jetzt hier unterwegs ist, die Leute winken einem zu und freuen sich halt, einfach nochmal so ein Auto zu sehen. Ne? Matthias Braun kommt regelmäßig in die Garage, um nach seinem Trabi zu sehen. Er würde gern mehr daran schrauben. Die Garage wurde ja gebaut so für einen Trabi, sag ich mal so, wenn man das sieht so von der Breite. Also ich habe hier wenig Platz, mal mich zu bewegen. Also so ein Auto mal auseinanderzunehmen, da braucht man auch ein bisschen Platz. Man muss ein Stück zurückfahren, da muss man einfach irgendwie auch Möglichkeiten haben, die Sachen irgendwo hinzulegen. Und das ist hier ziemlich eng. Einer, der noch etwas ganz Besonderes hinter seiner Garagentür stehen hat, ist Wolfgang Prillwitz. Viele wissen gar nicht, was sich in seinem Verschlag verbirgt. Ein Auto, das er sich vor 11 Jahren aus einem Museum in Schweden gekauft hat, als er dort gearbeitet und gelebt hat. Hinter manchem Garagentor ist Geschichte. Ja. Und die hier ist aus 1952. Das gibt's ja gar nicht. Ein Besitzer, laut Papiere. Ja. Und nun zeige ich dir das mal. Originalzustand. Ein einziges Teil ist nicht mehr original. Alles andere ist wirklich noch so, wie es hergestellt wurde. Da ist man sprachlos, wenn man das sieht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Der kommt jetzt die nächsten Tage raus und wird wenigstens jeden Tag, so wie du dein Auto benutzt, benutze ich mein. Fährst du den auch noch? Altes Auto. 4,5 Jahre lang hat er jedes Wochenende daran geschraubt. Ja, Altersauto, ne? Altersauto, genau. Das war das Volksauto. Ja. Und ich habe weltweit Teile gesucht. Weltweit. Es gibt nichts mehr. Das glaube ich. Es gibt wirklich nichts mehr. Also ich habe zwar noch Motor zu stehen, Getriebe zu stehen, Anlasser, Blinkschalter. Ich habe eigentlich ein zweites Auto im Keller. Mhm. Das Einzige, was nicht reparabel ist, sind Blechteile. In Waren an der Müritz gibt es den größten zusammenhängenden Garagenkomplex in Mecklenburg-Vorpommern. Mit 619 Garagen. Schon 2006 wollte die Stadt die Garagen abreißen. Die Pächter gründeten einen Verein und wehrten sich. Mit Erfolg. Jetzt haben sie Sorge, dass sie die Pacht nicht mehr bezahlen können. Sie warten auf eine Einigung. Wir haben noch keinen Vertrag. Die Stadt lässt uns seit 2 Monaten hängen, warum auch immer. Hält uns hin. Der Vertrag, den wir mit der Stadt ausgearbeitet haben, ist ein Hoffnungsschimmer, ja, na klar. Aber wir haben ihn noch nicht. Wir haben noch keine Unterschrift. Die 25 und die 26 Dach und die Tor neu machen. In der 25, in der 26 Dach und die Loch, Risse in der Wand. Das sind 2 Garagen nebeneinander. Begehung frei gewordener Garagen durch den Verein. Ein neuer Pächter hat sich beworben. Seine bisherige Garage in einem anderen Komplex in Waren soll abgerissen werden. Mit Weihnachtsschmuck? Ja. Aber das Licht geht. Ja. Na, fantastisch. Aber hier, falls du noch ein Motorrad hast. Was ist das? Na, von einer Motorradlampe. Ring. Hau ich gleich, das ist vom Trabi. Vom Trabi, Entschuldigung. Oh, danke. Handgranate. Und Porto, ist die gut? Ach, das war mal Parfüm oder was, Scheiß. Uwe Beau braucht die Garage für sein Auto. Aber auch für seine Angelausrüstung. Er ist alleinstehend und möchte vor allem nicht auf die Gemeinschaft verzichten. Kann man doch. Noch kann Sebastian Hartl ihm nur die Garagen zeigen, die aufgegeben wurden und im Augenblick noch über die Stadt verpachtet werden. Sollten die Verträge zwischen dem Verein und der Stadt nicht zustande kommen, zahlt er demnächst fast 5-mal so viel Pacht für die Unterbringung des Autos und seines Angelkrams hinter einer dieser Türen. So, Uwe. Hier haben wir noch eine, die ist relativ gut. Und leer. Und leer. Wie gesagt, das Dach hier ist schon geflickt. 2-mal, wenn da kein Wasser mehr durchkommt. Und in Planung ist ja auch, dass die Dächer alle neu kommen, ne? Ja. Da hängen wir zwar noch in der Luft, aber vorgesehen ist das. Er nimmt die zweite Garage und bekommt einen Übergangsvertrag. Georg Kassig hat damals Anfang der 80er die Garagen selbst mit aufgebaut. Viel hat er bisher gedrechselt und gezimmert in seiner Garage. Weil ich irgendwie so ein bisschen die Nase voll hatte vom Einheitslook der DDR. Da konntest du in den benachbarten Wohnung gehen, da stand die gleiche Schrankwand. Ne? Und das mochte ich nicht so richtig. Man wollte ein bisschen Individualität auch haben. Und dann entdeckte er zu DDR-Zeiten eine Marktlücke. Das ist dann eine fertige Stricknadel. Ich habe einen Namen gegeben, Frauenlob. Das ist ein Restbestand aus DDR-Zeiten. Da bin ich mal in Baumärkte gefahren. In Baumärkte gab es damals nicht. Ja, kannst du ruhig mal erinnern, wenn ich gerade hier das Gehäkel da auf. So, und da habe ich Stricknadeln, weil das mal einen unglaublichen Bedarf gab an Stricknadeln. 6 mm, 8 mm und 10 mm. Und da haben sich die Frauen Schals und sonst was gestrickt. Die haben die mir regelrecht aus der Hand gerissen. Och, ja, wenn ich Lust habe, gehe ich her. Ich setze mir keine Norm. Sebastian spricht viel mit den Garagennutzern. Denn er merkt, wie besorgt sie sind. Ja. Der Bürgermeister hat uns ja zugesagt, uns da zu unterstützen. Nein. Aber das sind ein paar Paragrafenreiter, ne? Da ist das nun mal, ne? Dietmar, willst du jetzt einen Cappuccino haben? Nein, danke. Mensch, sag mal, was seid denn hier für Leute? Ich bringe extra drei Tassen hier noch mit hier. Ich trinke sowas nicht. Dietmar Klug muss gleich rauf auf die Garagen. Die Dachschäden begutachten. Du sollst mir das jetzt zeigen, wenn ich oben bin. Ach so. Die Reihe hier.
Der Verein hat schon eine Firma angefragt, die Interesse hätte, großflächig Solarpaneele zu verlegen. Da, wo das Licht da durchscheint. Na, da hatten wir, müssen wir noch mal ein bisschen nacharbeiten. Im Moment improvisieren sie noch viel. Oh, das knackt. Unsere Geheimwaffe. Ja, wäre das besser, ist eine staubige Oberfläche. Da hält kaum was. Aber dieses Dichtfix, das ist ganz gut. Damit haben wir schon viele Löcher gestopft und repariert. Deswegen sind wir ja bestrebt, was Sie hier? Mit dem Solaranbieter ins Geschäft zu kommen, dass wir die Dächer neu gedeckt bekommen. Dann ist Schluss mit Flickerei. Dann gibt es neu. Für uns als Verein und für die Leute, die die Garagen hier nutzen, ist es ein großer, großer Schritt, wenn die Dächer neu sind, wenn das Solar drauf ist. Erstmal haben wir neue Dächer und das Solar bringt ja was. Ich sage, der Strom, der eingespeist wird, auch die Optik. Es macht natürlich was her, wenn du ein schönes, glattes, schwarzes Dach hier hast. Das sieht ja von außen auch gut aus. Schöne Wände gestrichen, das Dach alles neu. Das macht was her. Das können sich andere vielleicht mal abgucken. Hast du denn schon den anderen? Der wird jetzt umgebaut. Der Hänger. Ja. Hartmut Adler, Meinhard Schüler und Bernd Ehlert trainieren für die Europameisterschaften der Feldartillerie. Deswegen wird heute die eigens dafür gebaute Kanone rausgerollt. So, das stellen wir auch noch hier hin, damit das auch zu sehen ist. Selbstbau darf nur Lunte oder elektrisch. Und elektrisch ist verboten bei der Europameisterschaft und Deutschen Meisterschaft, weil das ja historisch sein soll. Und die Kanone muss einem Original von vor 1871 entsprechen. Sie sind Sprengstoffscheinbesitzer. Schwarzpulver und Kanonenkugeln kaufen sie im Internet. Ein Hobby, auf das sie durch Zufall gekommen sind. Das war aus dem Nichts, aus einer Annonce in einer Modellsportzeitung gewesen. Und da sagte ein anderer Kollege zu mir, wollen wir nicht mal da runterfahren? Ich sage, na denn los. Na, dann sind wir runtergefahren und dann, wie gesagt, die waren alle dabei. War eine Böller-Veranstaltung gewesen, war sehr schön gewesen. Und abends am Biertisch habe ich dann so gesagt, also da würde ich auch gerne mal schießen mit dem. Am nächsten Tag hatte ich eine Startnummer und durfte schießen mit einer Leihkanone. Und was für ein Gefühl, was für ein Gefühl ist das zu schießen? Ja, seitdem war ich dann so versessen. Ja, es kommt ja noch dazu, ich habe dann einen 5. Platz gemacht. Beim, Stand. Ja, beim ersten Mal. Dann haben wir uns eine Kanone gießen lassen, eine kleine, die existiert noch, die hat so ja Robert, hat die noch. Ich habe auch noch eine. Und dann sind wir da hingefahren und dann haben wir da mitgeböllert. Naja, und dann ging es nachher los. Naja, wollen wir nicht mal scharf anfangen? Aber heute ist nichts mit Scharfschießen. Erlaubt ist das nur auf dem Armeestützpunkt, weit von den Garagen entfernt. Denn fliegt die Kugel einmal, dann fliegt sie mehrere hundert Meter weit und sollte genau die Zielscheibe treffen. Zumindest bei den nächsten Turnieren. Europameisterschaft und dann die deutsche Meisterschaft in Jägerbrück. Und wir treten an als Mecklenburg-Schwerin. So wie die Uniform. Unser Stander, ja. Von Großherzog Friedrich Franz II. Oder Friedrich Wilhelm. Wer ist? Wilhelm. Wilhelm. Und Friedrich Franz ist von Mecklenburg-Strelitz. Ja, ja. Jetzt. Hier bei den Garagen machen sie einen ersten trockenen Durchgang zur Übung. So, und dann, wenn ich es genau drin habe, meine, dass ich es genau drin habe, dann mache ich das. So, jetzt Schwarzpulver bis hinten hin, die Kartusche. So, eins, zwei, drei. Und dann kommt das Schusspflaster, wird dann gerade um die Kugel gelegt. Du schenkst du mir die Kugel. Und die gebe ich dann den. So wie immer. Das nehmen wir nach vorne. Den Kalonier. Der Lappen. Ja. Der Fall, in dem Moment, wenn die Kugel hier rauskommt, liegt das Schusspflaster da. Und das brennt dann. Hartmut? Ja. Geladen. Feuer. So sieht es denn aus. Und der Strahl geht nach unten runter und entzündet die Portion, die da unten drin ist. Und wenn dann so 7, 8 nebeneinander stehen, durch den Pulverqualm da vorne blitzen, die sehen dann nachher nichts mehr. Sagen die Leute, ihr habt ja einen Vogel? Oder? Ja, haben wir auch. Auch. Aber ansonsten stehen sie und bewundern das.
Das sagen sie auch, meint er, dass wir einen Vogel haben. Hartmut Adler und seinen Kanonenfreunden ist es völlig egal, was die anderen von ihrem Hobby halten. Denn die Garage ist ihr ganz eigenes Reich. Gut. Ja? Sebastians Vater kommt vorbei. Von ihm hat Sebastian eine seiner drei Garagen übernommen. Moin. Das ist schon ein Highlight hier für uns Männer. Hier können wir uns schon mal verkrümeln. Schon viele Stunden verbracht und auch in Werkstätten viel Geld gespart. Und unserem Portemonnaie vor allen Dingen. Wegen der Vereinsarbeit war Sebastian in den letzten Wochen nur wenig in seiner Garage. Hatte kaum Zeit für sein Hobby. Heute endlich mal wieder schrauben. An seiner Simson, seinem Langzeitprojekt. Das habe ich mir alles selber beigebracht. Ob alles nur richtig ist, was ich so mache, weiß ich auch nicht. Aber ich habe ja selber so ein Moped früher gehabt. Und da haben wir ja nur auch geschraubt. Und vieles tauscht man sich ja hier aus, was nur besser zu machen ist. Oder dann unterstützt man sich gegenseitig, gibt sich ein paar Tipps. Ja, das wird das Moped für meine Tochter. Die kann dann, lass mich gerade überlegen, die kann dann in zweieinhalb Jahren damit fahren, wenn sie möchte und einen Führerschein hat. Und bis dahin will ich das zusammen haben. Die Garage als Entspannungsort. Für die Selbstverwirklichung. Aber auch als Fluchtpunkt. Wenn abends die Leute die Autos wegbringen, dann trifft man sich und schnattert noch ein bisschen. Was man vielleicht zu Hause nicht so macht, ne? Als Sebastian 2006 die Vereinsarbeit übernommen hat, war der Aufwand überschaubar. Jetzt hängen die ganzen Verhandlungen mit der Stadt dran. Ein bisschen mehr Unterstützung wäre schön. Einige machen sehr, sehr viel, wirklich viel. Und einige, ja, denen geht das hintenrum vorbei. Und das ist ein bisschen schade. Wir haben uns hier krumm gemacht, damit wir das behalten können. Weil es stand alles auf der Kippe, ne? Das sollte alles weg hier. Und nun haben wir es erstmal und sollten das auch ein bisschen bewahren, mit allen zusammen. Er ist trotzdem optimistisch, dass schon bald der Verein das Gelände von der Stadt übernimmt und die Garagen selber an die Pächter weitergeben kann. Sebastian und Dietmar haben erfahren, dass es im Warener Stadtarchiv noch Bilder vom Bau der Garagen Anfang der 80er Jahre gibt. Ach, der Herrn. Bist du gespannt? Ha, ewig. Sie treffen sich mit Harald Wendt, der damals auch mitgebaut hat. Oh, ehrlich? Doch. Ich bin gespannt. Ob da irgendwas zu sehen ist. Ja, mal sehen. Von den Garagenpächtern selbst hat damals niemand Fotos gemacht. Guck mal da. 83 da, genau. Guck mal. Ach du Heilige. Die Stadt stellte damals die volkseigene Fläche zur Verfügung. Die Bürger bauten in Eigenleistung die Garagen. Die Leute waren ja alle nicht vom Fach, ne? Die haben ja zwar zwei, drei Vorarbeiter gehabt, die das mal wirklich gelernt haben, aber alle anderen waren ja berufsfremd und haben damit angepackt. Wer hat denn das damals aufgenommen? Der Herr Renner. Der ist durch die Stadt gelaufen und hat halt. Den haben wir gar nicht bemerkt beim Bauen. Nö, nö. Das ist ja auch schon ein paar Tage her. Der ist versteckt gelaufen. Und der Renner kennt ihn. Wo waren die anderen nochmal? Ja, weil. Aber wir sind nicht drauf. Wir sind nicht, was wir sehen. Wir waren so aktiv. Der hat nur die Garagen gefilmt. Uns nicht. Immerhin. Oder haben wir so schlecht ausgesehen? Die Garage war ein begehrtes Gut. Man wollte ja viel Schulden haben, um vielleicht der Erste oder Zweite zu sein, der sich die Garage aussuchen konnte. Ich bin aus der Nachtschicht gekommen, gearbeitet und wieder in der Nachtschicht gegangen. Da habe ich mir so gedacht, oh. Bauen durfte nur derjenige, der auch wirklich ein Auto hatte. Manche hatten gar kein Auto gehabt. Die haben sich dann irgendwo das Auto einfach umschreiben lassen, damit sie nur bauen durften. Ein wichtiger Termin. Warens Bürgermeister Norbert Möller hat sich angekündigt. Er möchte die Garagenpächter beruhigen. Er weiß, dass sie ohne die endgültige Zustimmung der Stadt in der Luft hängen.
Sollte die Stadt die Verträge unterschreiben, hätte der Verein Planungssicherheit für die nächsten 30 Jahre. Sebastian zeigt ihm, dass der Verein mit sehr viel eigenem Engagement dabei ist. Den haben wir jetzt auch gekauft, weil wir noch, ja, wenn wir ein bisschen Putz machen für die Wände und sowas. Den großen Container hatten wir jetzt gehabt, haben wir die Wände vorne abgekerchert. Und die 4 Rasenmäher gehören auch dem Verein? Ja, 2, glaube ich, haben wir mal gekauft. Ja. Ich nehme es mit und spreche es nochmal an. Nach dem Vorgeplänkel beklagt sich Sebastian beim Bürgermeister, dass es einfach nicht vorwärts geht. Wir haben eine Timeline bekommen, die hat ja die Stadtverwaltung selber festgelegt. Und in der hieß es, dass wir bis Ende Februar den Vertragsentwurf bekommen, dass wir selber den prüfen können. Weil wir ja auch ein bisschen Vorlauf brauchen und uns. Da haben wir so ein bisschen Bedenken, weil das noch nicht so weit gekommen ist. Das war die Theorie, das war der Plan. Oftmals spielen sich gewisse Abläufe im Leben etwas anders dar. Da gab es eben noch Nachfragen, die innerhalb unserer Verwaltung geklärt werden mussten. Und dadurch konnte, wie gesagt, dieser eigentlich avisierte Termin Februar nicht gehalten werden. Aber ich glaube jetzt, wenn ich eben gerade gesagt habe, bis zur Sommerpause, und wir reden da über Juni, Juli diesen Jahres, ist das in Anbetracht der langen Laufzeit dieser Verträge, ist das vertretbar? Ja. Wir kriegen nachher noch ein paar. Und dann bis zur Sommerpause sind es jetzt noch weniger als 2 Monate. Das, was er gesagt hat, klang ja auch sehr optimistisch. Das, was er sagt, ist immer optimistisch. Und was hinten bei rauskommt, ich sag, wenn wir nachher unterschrieben haben, dann können wir durchatmen. Noch sind wir ein bisschen im Kampfmodus, ne? Roland Glockemann hat seine Garage seit 30 Jahren. Er arbeitet in der nahegelegenen Molkerei und stellt seine Schwalbe nach der Arbeit hier ab. Alles was drum und dran, an Motor und, das ist alles original. Es gibt ja auch hier zum Beispiel so eine kleine Riemchen. Dann gehört ein komplettes Winterkleid. Das wird dann eben halt hier 3 Stück. Ein dahin, ein dahin, ein dahin, ein dahin. Hier ist dann dies. Das kommt dann hier auf die Riemchen. Zack, wird so angeklemmt. Und dann sage ich mal, ich mache es einfach mal so auf den Ständer. Dann sitzt man eben so drauf und hat eben halt dieses, den Schutz von da. Und Sie gucken, haben dieses noch zu. Er ist so gut wie jeden Tag hier. Er mag es, dass immer jemand da ist für ein Gespräch oder ein Bier. Sein Moped hat er jetzt seit 18 Jahren. Und er kann sich kein besseres Fahrzeug vorstellen. Wenn das Ding nicht läuft, dann schraubt man dran, dann läuft es. Wenn Ihr Auto, sage ich mal, kaputt ist, oh, dann müssen wir einen Computer haben, dann müssen wir das haben, dann müssen wir das haben. Und das macht er nicht. Hier gibt es nur 2 Schrauben, entweder laufen oder nicht laufen. Seine Garage, das ist sein zweites Wohnzimmer. Hier herrscht seine Ordnung. Und seine Dinge haben ihren Platz. Es sind einige Sachen zusammengetragen worden, auch durch Kumpels. Und damals nach der Wende war das so gewesen, bei jedem Bierkasten hing irgendwie halt so ein Truck dran. Das können Sie gucken, in vielen Garagen ist das so. Das ist eben halt aus dem Magazin oder irgendwie was weiß ich. Oder zum Beispiel so, dass es eben dann eben der April ist. Dürften Sie solche Bilder zum Beispiel auch zu Hause aufhängen? Die da? Das ist ein Scheidungsgrund. Er ist froh, diesen Ort für sich zu haben. Ein Leben ohne Garage, für Roland Glockemann nur schwer vorstellbar. Ich schiebe ihn raus und hänge ihn hinten wieder ran, okay? Wo soll man hin? Ne? Wo hat man denn einen Ansprechpartner oder beziehungsweise wo bleiben deine Kumpels, wo bleiben die Älteren und. Wo bleiben sie? Hier eine Bushaltestelle sich hinsetzen? Wo? Das ist der Anlaufpunkt, hierher zu gehen. Wie soll ich sagen? Ihren Ausgleich. Ne? Die kommen aus der Neubaubude raus, kommen hierher. Ist egal, ob sie die Bude zumüllen
oder beziehungsweise sie puzzeln noch ein bisschen und. Aber sie haben eine Aufgabe, indem sie aus diesem Klotz rauskommen, indem sie hierher gehen und sagen, ist okay, hier habe ich noch ein bisschen Ausgleich. Wolfgang Prillwitz fährt sein Schmuckstück aus der Garage. Heute mal keine Alltagsfahrt. Es steht ein Schlossbesuch an. Prillwitz zeigt gern, was er so viele Jahre lang restauriert hat. Dafür hat er extra Uniform angelegt. Das Schmunzeln, das Lächeln und das Grüßen von den ganzen, die am Rand stehen und sich darüber freuen, dass es noch so eine Verrückten gibt wie mich. Das ist eigentlich Belohnung für die ganzen Jahre, die man da jedes Wochenende bei der Restauration verbracht hat. Hier muss man ja noch richtig Auto fahren, richtig lenken, fragen, wo die Straße hingeht, weil es kein GPS gibt. Geblinkt wird mit einer Winkelkelle, also richtig oldschool. So, dann wollen wir mal. Wo hast du den her? Das ist eine ganz lange Geschichte. Da brauchen wir beide eine Kiste Bier und viel Mut zum Erzählen. Aber ich kann es ja ein bisschen... Ich mache die kurze Variante. Ist der älter als du? Ja. Ja. Es sieht aber jünger aus, ne? Ja. Der Wahlmüritzer Klaus Köhler hat seine Schwester aus der Schweiz zu Besuch und möchte ihr heute mal die Schlösser an der Müritz zeigen. Stilvoll im Oldtimer. Also wenn du ihn Montag rausholst und es schlecht Wetter, dann ist es immer wie Lotterie. Links die Bremse oder rechts die Bremse oder gar keine Bremse. Nee, nicht ganz so, aber wenn die eine Seite ein bisschen feuchter geworden ist wie die andere, musst du das Lenkrad schon mal festhalten. Schloss Klink an der Mecklenburgischen Seenplatte ist einer der Lieblingsorte von Wolfgang Prillwitz. Viele von diesen Oldtimern gibt es in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr. Und so findet er es schön, Wünsche zu erfüllen. Und er freut sich über Leute, die sich für sein Auto interessieren und was über die Gegend erfahren wollen. Im Moment arbeitet er noch als Speditionskaufmann im Yachthafen von Waren. Wenn er bald in Pension geht, möchte er mehr solcher Ausfahrten anbieten. Luftlinie 8 Kilometer weiter, bei den Garagen. Heute wird wieder mal der Gemeinschaftsgrill befeuert. Der Verein will alle belohnen, die ihn unterstützen. Und die Vereinsmitglieder ein wenig motivieren. Ich habe das übernommen und versprochen, dass ich das gut erledigen werde. Und die Verantwortung übernommen dafür, und dann mache ich das. Ich kann das nicht einfach abgeben oder hinschmeißen und sagen, so macht euer Mist alleine. Nee, so bin ich nicht. Immerhin hat die Stadt dem Verein nun den Vertrag vorgelegt. Sebastian und seine Mitstreiter hoffen nun sehr auf Sicherheit für die nächsten 30 Jahre.